Jojo, Leute, was geht? Auf jeden Fall, ich grüße euch aus meiner Haut 63 Rottgau. Heute mit dem EM-Talk wieder zur Gruppe B. Ich will jetzt gar nicht groß viel sagen. Ich hoffe, der letzte Teil ist auf jeden Fall sehr gut angekommen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, kann gerne mal das Video abchecken. Das letzte Video einfach auf unserem Kanal. Und genau heute wird Pietro auf jeden Fall Gruppe B vorstellen. Ich will, wie gesagt, gar nicht viel sagen und übergebe dir den Redestein. Servus Leute, was geht ab? Guten Tag auf jeden Fall. Wir beschäftigen uns heute mit der Gruppe B bei der Europameisterschaft, meine lieben Freunde. So, und wir starten definitiv mal, grinden wir direkt rein, um direkt mal zwei Sachen zu klären. An den Spielorten seht ihr ja direkt, dass Dänemark und Russland den Vorteil haben, dass sie sozusagen zu Hause spielen. Diesen sollte man nicht außer Acht lassen und diesen beziehen wir auch mit ein in unsere Prognose definitiv. Wir starten jetzt mal mit Dänemark, meine lieben Freunde. So, dänische Nationalmannschaft auf jeden Fall. Wir starten mal mit den Schlüsselspieler, also erstmal mit dem Schlüsselspieler definitiv, für mich Christian Eriksen. Vor allem auch, weil er auch auf seiner Position spielen darf, nicht wie im Verein. In der Nationalmannschaft spielt er auf der 10 und das wird den Dänen auf jeden Fall auch ein guter Mann sein, auf jeden Fall bei der EM. Er kommt auch vor allem mit ein bisschen Rückenwind jetzt von Inter, hat es geschafft, sich ins komplexe System Konter einzuspielen. Und das wird ein Riesenfaktor für die Dänen. Außerdem habe ich noch drei, vier Spieler ausgesucht, die auf jeden Fall auch funktionieren müssen, damit es bei Dänemark läuft. Da hätten wir einmal Simon Kjær von Milan, der eine super Saison gespielt hat, seitdem er da ist, also wirklich Routinier, abgezockt, eine Bank einfach, auf den man sich verlassen kann, hat auch sehr, sehr stark gespielt die letzten Spiele. Zweite Schlüsselposition auf jeden Fall, also beziehungsweise Schlüsselfigur ist Højbjerg von Tottenham, ein sehr, sehr starker Spieler, der definitiv auch funktionieren muss und auch bei Tottenham sich in die Stammmannschaft gespielt hat und sehr, sehr gut drauf ist. Und dann hätten wir noch zwei Positionen im Sturm, wo man definitiv sagen muss, da ist auch das Hauptaugenmerk drauf. Das wäre einmal Paulsen von Leipzig, der auch von einer guten Saison kommt, definitiv. Und dann haben wir den Kollege vom FC Barcelona, den, ich weiß nicht, wie man den ausspricht irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber Braithwaite, würde ich mal Nicht mal sagen, wenn er sehen. Engländer wäre. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Definitiv auch ein guter Mann, hat auch relativ Spiele, was mich auch sehr gewundert hat übrigens, was ich gesehen habe, hat relativ viele Spielanteile beim FC Barcelona. Hätte ich nicht so erwartet, aber definitiv auch ein guter Mann. Und ich komme zu dem Resümee, dass auch wenn Russland zu Hause spielt, Dänemark definitiv durchgehen wird durch die Gruppenphase, notfalls auch als einer der besten Dritten, aber ich denke sogar, sie werden sich so durchsetzen. Aber ich sage ganz klipp und klar, danach ist Schluss. Kasim, was sagst du? Fühle ich zu 100% so. Ich denke mal, Schlüsselspieler Eriksen gibt's nicht zu schütteln und rütteln. Sehr gute Saison, jetzt zum Ende nochmal gespielt bei Inter natürlich. Genau, ansonsten Schlüsselspieler, die anderen sehr gut genannt auf jeden Fall. Ich denke mal, ich gehe auch mit dem mit. Also ich denke sogar echt Gruppen. Gut, wobei man sagen muss, Russland ist nicht zu unterschätzen, die sind ja. Ja gut, weiß man nicht, gedopt jetzt mittlerweile ja nicht mehr, aber die sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen immer. Hat man jetzt auch bei der WM gesehen. Bis ins Viertelfinale da gekommen. Muss man auf jeden Fall mal gucken. Aber ich denke mal auf jeden Fall Russland und Dänemark, wie du schon gesagt hast, ich denke mal, also selbst wenn einer nicht als Gruppenzweiter weiterkommt, wird auf jeden Fall da als Gruppendritter. Und da gehe ich auf jeden Fall mit dir zu 100% mit Kassel. Natürlich auch, was man nicht vergessen darf, der Torwart Kaspar Schmeichel mit am Start. Ja, aber der ist ja eigentlich etabliert, ne? Genau deswegen, aber ich denke mal, wie gesagt, also mit den Schlüsselspielern, ich gehe zu 100% mit, unterschreibe ich so. Unterschreibst du das? Ich unterschreibe so. Das ist natürlich super, Kasim. Das freut mich definitiv auf jeden Fall. Und wir kommen jetzt weiter auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Jetzt kommen wir zu einem der früher, würde man sagen, Geheimfavoriten, aber mittlerweile eigentlich Mitfavoriten einfach. Wir kommen zu Belgien. Zu Belgien muss man definitiv erstmal sagen, dass sie mit Roberto Martinez definitiv den besten Trainer in dieser Gruppe haben und auch der, der am längsten schon an der Mannschaft arbeitet. Wir kommen zu den Schlüsselspielern. Da kommen wir auf jeden Fall definitiv. Die Hauptfigur meiner Meinung nach wird sein Romelu Lukaku. Ich sage euch auch warum. Weil Romelu Lukaku ist auf jeden Fall gerade, man kann es eigentlich
nicht anders sagen, in der Form seines Lebens. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn er gut ins Turnier reinkommt mit ein, zwei Buden, dass so ein Ding werden könnte, dass er sogar Torschützenkönig werden könnte. Und also abgesehen davon, ich denke, er muss funktionieren. Er muss definitiv funktionieren, damit es für Belgien läuft. Abgesehen davon ist natürlich ein Weltklasse-Kader, wir brauchen nicht drüber reden. Ich habe jetzt noch drei, vier Spieler mitgebracht, auf jeden Fall, auf die es auch ankommt. Also erstmal wäre es Courtois. Klar, Torwart muss laufen, ist ein super Weltklasse-Mann, definitiv. Der muss auch top aufgelegt sein. Danach kommen wir, ja, zu Kevin De Bruyne, den nach Courtois zu nennen, ist natürlich krass, nachdem Courtois seine Freundin gebankt hat. Aber was will ich sagen? Sind auf jeden Fall beide im Kader. Und Kevin De Bruyne, natürlich, Leute, brauche ich euch nicht erzählen, Weltklasse-Mann, der muss die Strippen ziehen, der muss die Fäden ziehen im Mittelfeld, kommt von der Supersaison mit City, wird unter Pep Guardiola auch immer krasser, entwickelt sich immer weiter und ist definitiv auch, hat das Potenzial irgendwie, wenn es für Belgien wirklich komplett durchgehen sollte, dass er sogar, was ich, bester Spieler werden könnte vom Turnier, ist alles möglich. Jetzt kommen wir zu einer Figur, die vielleicht viele ein bisschen außer Acht lassen. Diego Armando Mertens. Leute, wir nennen ihn. Kasim, bist du? Alter, hier, technische Probleme auf jeden Fall am Hörst du Start. mich? Ja, Hörst du mich? hast du Kopfhörer rausgesteckt? Nein, nein, ich wurde nur gerade angerufen, Alter. Alter, Mitten, mies. wo ich Diego Armando Mertens angekündigt habe. Achso, das ist natürlich mies. Warte, Das mach geht weiter. nicht. Also bei uns auf dem Kanal heißt er einfach Diego Armando Mertens, weil er den Rekord von Maradona gebrochen hat. Und meine lieben Freunde, auf ihn kommt es definitiv auch an. So, jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Meine Meinung zum Belgien in dieser Gruppe heißt 3 Spiele, 9 Punkte. Es geht definitiv weiter. Es geht. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, ich rechne fest, felsenfest, Belgien mindestens im Halbfinale. Kasim, was sagst du? Gehe ich auf jeden Fall so mit. Ist gut, Belgien kann man nicht drüber reden. Ist mit Abstand, mit großem Abstand hier die talentierteste Mannschaft in der Gruppe. Wenn nicht sogar, um mich sehr weit aus dem Fenster zu legen, die mit die talentierteste Mannschaft auf jeden Fall der ganzen WM. EM natürlich. Wenn nicht sogar die talentierteste. Ja. Romelu Lukaku auf jeden Fall, Schlüsselspieler. Ohne, ich sag euch ehrlich, ohne die Interbrille aufzusetzen, wirklich auf den Punkt gebracht. In der Form seines Lebens kann auf jeden Fall Torschützenkönig werden, denke ich mal. Und natürlich die anderen Spieler, De Bruyne, sehr wichtiger Mann. Ich hätte, also nach Lukaku, also wo ich jetzt gedacht habe, ich hätte echt gedacht, Schlüsselspieler nimmst du De Bruyne tatsächlich. Ich meine, ist halt wie gesagt auch in seiner Form des Lebens eigentlich gerade. Aber auf jeden Fall würde ich so 100% mitgehen. Mertens auf jeden Fall auch in Belgien eigentlich immer gut performt, auch bei der nächsten letzten WM gerade sehr gut. Ich meine, gut, ich andere Positionen, ich meine natürlich auch Verteidigung bei Belgien sehr gut. Denayer und so. Deswegen aber auf jeden Fall, ich gehe mit dir mit, Cousin. Ich unterschreibe das wieder mal, wie ich am liebsten den Auflösungsvertrag bei Chiellini unterschreiben würde, deswegen. Ja, ich auch, glaub's mir. Der Clown gehört in den Zirkus. So, jetzt kommen wir zu Finnland, meine lieben Freunde der Sonne. Ja, meine Lieben, was kann man bei Finnland sagen? Also ich habe mal 3 Spieler rausgesucht, auf die es ankommt. Das Hauptaugenmerk definitiv meiner Meinung nach liegt auf Pukki. Ist auch sehr bekannt aus der Bundesliga, seiner Zeit bei Schalke 04. Ist zurzeit sehr gut drauf bei Norwich, schießt viele Tore im Championship. Und ich denke definitiv, wenn was laufen soll, dann muss es über Pukki gehen. 2 andere Spieler habe ich noch mitgebracht. Das wäre einmal Lukas Radetzky, Frankfurter Legende definitiv, spielt jetzt mittlerweile bei Leverkusen. Wir brauchen jetzt nicht groß drum herum reden in der Gruppe. Wenn Radetzky nicht performt, fährt Finnland nach Hause definitiv. Und dann hätten wir noch von Union Berlin Pojan Palo. Guter Mann, guter, guter, guter Mann, sage ich euch, meine lieben Freunde. Hat das Potenzial, echt eine kleine Entdeckung zu werden hier auch an dieser Stelle, an alle Scouts. Ich muss euch nur sagen, meine lieben Freunde, ich sehe die Sache ein bisschen so, wie das Wetter in Finnland ist, düster. Ich muss wirklich sagen, also ich sehe die Sache, Finnland fährt nach Hause, Finnland holt vielleicht einen Punkt, aber mehr nicht. Also ich muss hier auch klar und deutlich Position beziehen, Leute. Es tut mir leid an alle finnischen Zuschauer, meine lieben Freunde. Ich war auch früher großer Jari Littmann-Fan, Zeit bei Ajax und alles, aber Leute, da geht einfach nichts. Was soll ich machen? Was sagst du, Kasim? Geh ich mit, also ein Punkt für die Finnländer wäre für die Motivation einfach ganz schön. aber ich sehe da, wie du schon sagst, wird düster auf jeden Fall.
Die gehen hin, um Erfahrungen mitzunehmen. Das ist auch in Ordnung. Aber sehe ich nichts. Also ich sehe, da muss ich auch sagen, also ich glaube auch tatsächlich, dass ich, das ist jetzt eine Prognose. Übrigens, mir ist gerade eingefallen, falls ihr Lust habt, dass ihr mal so ein komplettes, also jetzt mal nur um einzuhaken. Ich habe so ein generelles Prognosenvideo, so bei Torschützenkönig und so wird, bester Spieler, das könnt ihr eigentlich auch bringen, oder? Das kommt noch, ja, das Das kommt noch, kommt auf jeden Fall definitiv. auch noch. Wer auch bester Jugendspieler wird auch. Genau, also genau, und im Zuge dessen würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass gegen Belgien, Finnland die größte Klatsche der EM passieren wird. Da sehe ich so ein 6-0, muss ich tatsächlich sagen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, also Finnland, guten Radetzky, wenn er performt und so, wäre ganz schön. Aber gehe ich mit deiner Meinung komplett mit, Kasen. Pukki auf jeden Fall auch, guter Mann, kennt man natürlich. Aber da sehe ich nichts. Da sehe ich keine Zukunft. Da sehe ich genauso Da sehe viel ich kein Zukunft. Zukunft wie Italien als meistgeliebtester Spieler in Italien. Ja, sozusagen. So, dann kommen wir zu unseren russischen Freunden, meine lieben Freunde. So, wir müssen jetzt mit einbeziehen, dass Russland natürlich auch zu Hause spielt. Wird mit einbezogen, definitiv. Also, wir fangen mal an. Hauptaugenmerk meiner Meinung nach liegt auf jeden Fall bei Golovin, der bei Monaco echt eine gute Saison spielt. Der auf jeden Fall die Sache mitziehen muss, definitiv, reden wir nicht groß drum rum. Golovin muss funktionieren, damit es für Russland läuft. Danach ist eine kleine Legende im Kader, muss ich wirklich sagen, für mich, weil Juri Zirkov erlebe ich schon fast seit Anfang der 2000er Jahre immer im Russland-Kader. Ist wirklich eine Legende, meiner Meinung nach, Leute, und ich freue mich sehr, dass ich den Namen. Der Mann, der wird wieder angerufen, einfach. Leute, was soll ich euch sagen? Kasim, Aber hörst du mich? ja, ich höre dich wieder. Hat man das noch gehört mit Juri Zirkov? Ja, also, dass er auf jeden Fall eine Legende ist seit 2000. Das ist eine Legende, Kasim. Das ist eine Legende auf jeden Fall. Und ich freue mich einfach, dass er wieder dabei ist. Definitiv. Unfassbar, wirklich. Richtig, richtig nice. Finde ich cool. Und als dritten Spieler habe ich mitgebracht Dziuba. Den kennen wir ja noch hier von der WM, EM und sowas. Also der muss auch funktionieren. Und ich kann dazu sagen, dass ich mir persönlich vorstellen kann, dass Russland weiterkommt auf Gruppendritter Basis oder auf zwei sich mit Dänemark streitet. Aber ich sehe auf jeden Fall definitiv die Chance, dass Russland weiterkommt. Was sagst du, Kasim? Sehe ich Platz genauso, also Schlussspieler und alles, auf jeden Fall. Gehe ich so mit, 100%. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe die Russen, würde ich jetzt auf zwei groß setzen, weil sie gerade halt bei den anderen Turnieren, gerade bei der WM, was mich sehr überzeugt hat, haben die wirklich sehr stark performt, natürlich auch im Heimatland gewesen. Aber trotzdem, das Momentum vom letzten Turnier ist auf jeden Fall auf deren Seite. Und ich würde jetzt auf jeden Fall mit Russland auf der 2 mitgehen. Dänemark als einer der besten, vier besten Gruppendritten auf jeden Fall. So würde ich das sehen. Und wir müssen natürlich noch kurz anmerken, Stanislav Cherisov ist einfach immer noch der Trainer, der legendäre Typ, Alter, Hey. ohne Witz. Also ich muss wirklich sagen, Leute, ich weiß nicht warum, aber ich habe wirklich stark das Gefühl, dass die Russen durchgehen. Wie auch immer, aber die werden durchgehen, weil die sind auch irgendwie mittlerweile eine Turniermannschaft geworden, muss man wirklich Was man sagen. auch dazu sagen kann, ist, dass ein sehr wichtiger Spieler auch natürlich ein Cheryshev ist. Das Das auf darf jeden man Fall, auch, weil ja. der hat auch eine sehr starke WM. Also ich beziehe mich jetzt sehr auf die WM, wie man sieht, aber die haben halt auch eine sehr gute gespielt. Deswegen, aber bin mal gespannt. Auch so eine, natürlich so eine kleine Wundertüte. Man weiß nicht, sowas passieren kann. Gerade bei EMs, da ist noch, natürlich nochmal das Niveau natürlich ein bisschen gesenkt wie bei einer WM, wo du da die ganze Zeit gegen Kracher spielst, aber Ja, der Cheryshev hat ja immer mit seinen Weitschusstoren, sage ich mal, und ja, es sowas. Der war kann schon ein krank. guter Dosenöffner sein, halt auch, ne? Bei so Spielen, wo es eng ist und so, mal so einen Pfund raushauen. Also das stimmt definitiv auch. Den wollte ich auch erst markieren, aber ja, nee, stimmt auf jeden Fall, definitiv. Ja, Und kann man wie mitgehen. gesagt, Turniermannschaft halt auch, ne, geworden auf Art und Weise, deswegen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, so. Ich glaube, Gruppe B, Karten, hast du noch Das was? war's, meine lieben Freunde. Das war's, Das meine war's auf lieben jeden Freunde Fall. der Sonne. Ja, auf jeden Fall. Sehr spannende Gruppe auf jeden Fall. Auf den ersten Blick natürlich nicht so spannend, aber wenn man sich damit beschäftigt, merkt man doch, wie eng das da werden kann. Aber gerade wo wir das auch erzählen, ich muss sagen, mein Hype auf diese EM ist so groß, wirklich. Das wird einfach zu krass. Und ja. Der Hype.
Der Hype ist real, meine lieben Der Hype Freunde, ist real. wirklich. Wir freuen uns auch, diese Videos zu machen. Es geht jetzt auch bald definitiv los und wir freuen uns einfach nur drauf. Und wir werden euch auf jeden Fall den ganzen Weg mitbegleiten, dann auch mit dem Podcast und alles. Genau, Deswegen, meine lieben Podcast. Freunde, schaltet ein auf jeden Fall. Danke für die Aufmerksamkeit und freut euch auf Gruppe C und D. Genau, die kommen dann bald auf jeden Fall. Safe, safe. Also Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.